Und wir nehmen einfach mal hier vorne diesen Block, diese 6 Häuser und lassen die zunächst mal zu den Handwerkern aufsteigen. Was geht ab, liebe Freunde der digitalen Unterhaltung? Ich begucke mir hier gerade nochmal das Resultat unserer Arbeit aus der letzten Folge. Wir haben diese schön vor sich hin stinkende Stahl- und Kanonenproduktion aufgezogen und sind ein ganzes Stück vorangekommen hier in der Kampagne, in unserem Anno Campania, denn wir haben es letzte Mal geschafft, eigentlich alles vorzubereiten, um heute den großen Lohn, den großen Triumph einzufahren, denn wir sollten jeden Moment, nämlich jetzt schon, unsere Arbeiter zu Handwerkern, also der nächsten Bevölkerungsstufe, aufsteigen lassen können. Das machen wir jetzt mal. Durch die Taste U seht ihr wieder, wer alles aufsteigen möchte, und wir nehmen einfach mal hier vorne diesen Block, diese 6 Häuser und lassen die zunächst mal zu den Handwerkern aufsteigen. Zeitalter der Handwerkskunst, da sind wir jetzt und haben jetzt schon 3 verschiedene Bevölkerungsschichten in unserem Dörfchen hier. Im Aufgabenbuch gibt es immer noch diese beiden Aufgaben hier mit dem Kanonenboot und der Fregatte. Die ersten Handwerker ziehen ein, herzlich willkommen. Ich glaube, Anne Harlow möchte, dass sie sich von ihr fernhalten. Ich habe dich noch nicht mal gesehen. Wie soll ich mich denn dir nähern, wenn ich hier nur auf meiner Insel schmore? Und wir können jetzt unser erstes Kanonenboot bauen, weil wir die ersten 7 Kanonen zusammen haben. Davon sollen wir ja 2 Stück an Archibald Blake verkaufen. Ich gebe schon mal das zweite. Ne, das zweite kann ich noch nicht in Auftrag geben. Es fehlen immer noch ein paar Kanonen. Also, erstes Kanonenboot ist jetzt in der Mache sozusagen. Okay, wenn wir noch ein paar mehr Handwerker aufsteigen lassen, dann können wir perspektivisch auch noch mehr Geld verdienen. Deswegen denke ich da gerade laut drüber nach. Ich mache das einfach mal hier drüben. So. Kanal zum Land der Löwen eröffnet. Ah, das ist jetzt schön. Also, weil ich eben alle DLCs drin habe, kann ich jetzt hier auch schon ins Land der Löwen nach Embesa. Die ersten Schiffe machen sich durch den, ja, wie das denn ausgesprochen? Kulisma-Kanal? Kalisma-Kanal? Auf jeden Fall durch diesen Kanal. Auf den Weg nach Embesa. Entdecker bilden an den Kanalschleusen lange Schlangen, so sehr brennen sie darauf, das entlegene Land zu erkunden. Das werden wir sicherlich auch machen. Freut mich, dass das auch Teil der Kampagne hier ist. Der Kapitän sagt, dass ein neuer Kanal nach Embesa. Hey, du hast eine lange Leitung, Kollege, das weiß ich schon. Schließen Sie die Expedition ins Land der Löwen ab. Okay, das gucken wir uns an gleich. So. Jetzt habe ich den Faden verloren. Genau, Handwerker haben wir hier gebaut. Wir haben nicht ganz den Block geschafft, weil die Arbeiter brauchen zum Ausbau ihrer Häuser jetzt Stahl. Und das ist im Moment noch nicht ganz so dicht gesät hier bei uns. Also da kommt die Produktion jetzt wahrscheinlich mit unserem Bedarf noch nicht so wirklich nach. Das macht aber nichts. Jetzt haben wir neue Bedürfnisse, die wir erfüllen dürfen. Und zwar sehen sich hier unsere Handwerker jetzt schon nach Fleischkonserven. Das können wir jetzt momentan noch nicht machen. Oder habe ich ein Schiff? Doch, ich habe hier ein Schiff übrig. Guck mal, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir beginnen jetzt mal hier tatsächlich so ein bisschen die Welt zu erkunden, sodass wir gleich mal eine zweite Insel einnehmen können. Denn uns fehlt für die Produktion unserer Handwerker, ich gehe mal hier gerade ins Baumenü dieser Fleischkonserven, uns fehlt die Paprika-Fruchtbarkeit. Wir brauchen Paprika, um Gulasch herzustellen. Hier, diese Großküche stellt Gulasch her, um dann schlussendlich dieses Gulasch in Konserven abzufüllen, sodass unsere Handwerker eben Dosenfutter, ja, Dosenfutter bekommen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das, da muss ich mich jetzt auch erst wieder so ein bisschen dran gewöhnen, denn in meinen Spielständen löse ich das Problem so ein bisschen anders. Im Late Game oder im Mid Game auch schon braucht man tatsächlich diese Paprika und diese Rinder nicht mehr, weil man die Ausgangsmaterialien ganz gut mit Items in der Handelskammer ersetzen kann. Das wird aber jetzt hier zu weit führen, das lassen wir einfach mal außen vor. Wir brauchen Paprika und Rinder. Rinder kann ich hier theoretisch herstellen auf der Insel. Da ist noch eine Ruine, nix wie weg damit. Bin ich mir aber noch nicht so schlüssig, ob ich das hier machen will oder ob ich das nicht auch outsource auf die andere Insel. Müssen wir mal gucken. So, wir haben eine Insel entdeckt, eine kleine hier. Die ist neu. Einige Rohstoffe für die Größe der Insel, relativ viele, finde ich. 5 Stück. Aber keine Paprika. Hier dasselbe, auch keine Paprika. Meistens sind diese Paprika-Inseln tatsächlich so ein bisschen mehr südlicher. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ein Schiff ist fertig. Ein Kanonenboot. Thomas, der Sprengmeister, fragt sich, ob mit Ihnen Samuels Gesinnung zurückkommt. Ja, natürlich. So, nix wie hin damit hier mit dem Boot, mit dem Kanonenboot. Das wird jetzt verhökert, sodass wir hier unseren Auftrag erfüllen. Nein, da ist der Auftrag.
Dann brauchen wir noch ein Kanonenboot und eine Fregatte. Die Fregatte können wir jetzt ja auch schon bauen. Brauchen wir auch nur wieder schlussendlich ein paar Kanonen für. So, hier gibt es das erste Mal Paprika. Und Hopfen. Das ist der Knaller. Die Insel ist schon mal richtig gut. Denn wir brauchen auch Hopfen. Wozu brauchen wir Hopfen? Das nächste Luxusbedürfnis, was wir schon für die Arbeiter gebraucht hätten, eigentlich, was wir noch nicht erfüllt haben, ist Bier. Und Bier bringt unfassbar viel Knete. Und mit Knete sind wir im Moment nicht so gut ausgestattet. Insofern wäre das sehr, sehr attraktiv. Komm, die Insel nehmen wir wahrscheinlich sogar schon. Also, Erkundungstrip abgeschlossen. Bötchen bitte einmal zurück, hier das Flaggschiff. Und jetzt brauchen wir gleich, um ein Kontor bauen zu können auf dieser neuen Insel und die sozusagen für uns einzunehmen, brauchen wir Holz und Stahl. Das machen wir. Damit laden wir das Schiff gleich voll und vielleicht noch mit ein bisschen Ziegel, sodass wir direkt dann auch anfangen können zu bauen, unsere Paprika-Farm. Ja, und dann gilt es perspektivisch wieder ein kleines Handelsschiff herzustellen, was dann so eine Handelsroute, da bauen wir dann unsere erste Handelsroute zusammen gleich auf. Ja, ja. Okay, in der Story, wie gesagt, warten wir noch auf die Kanonenboote und sollen dann ins Land der Löwen eine Expedition starten. Das machen wir auch noch. So, hier. Free Holz nehmen wir mit, kein Problem. Schnapsproduktion scheint ganz gut zu laufen. Wir kriegen 500er Bilanz, ist für den Zeitpunkt des Spiels ganz in Ordnung, sage ich mal. Hier würden noch Häuschen hinpassen. Was wir auch definitiv jetzt benötigen, ist eine Polizeiwache, weil sobald man die Handwerker gebaut hat, eigentlich, das geht tatsächlich schon ab den Arbeitern, sehe ich gerade, aber ab den Handwerkern tritt es vermehrt auf, machen die immer hin und wieder schon mal so Aufstände hier, unsere bösen Buben. Deswegen bauen wir jetzt hier mal gerade eine Polizeiwache hin. Einfach nur, dass wir gewappnet sind, wenn hier ein Aufstand kommen sollte, können wir den direkt im Keim mit den Polizisten ersticken. So, Bötchen braucht ganz schön lange. Ja, fährt wieder nicht ganz gegen den Wind, so halb gegen den Wind. So, wir könnten eigentlich mal noch dann ein paar Menschen aufsteigen lassen. Hier die zwei zum Beispiel, die wir eigentlich ja sowieso in dem Block aufsteigen lassen wollten. So sieht das doch gut aus. Das war auch noch so ein Thema, ne? Dieses Ding hier auszubauen. Und hier sind auch noch zwei Silos, die ausgebaut worden. Wie auch immer. Okay, wir testen es jetzt einfach mal, was passiert. Wir hatten ja letztes Mal festgestellt, dass dadurch, dass wir unsere Mühle so ein bisschen geboostet haben, gar kein Getreide übrig bleibt. Wir haben also eigentlich, lass uns mal gucken, das müssten wir in der Statistik sehen können. Hier, wir haben so eine Getreideproduktion, die so gerade hinkommt. Eher nicht, ne, weil wir fast 4 brauchen. Also wir bauen mal noch eine Getreidefarm daneben und gucken mal, mit wie viel Prozent wir die hier ans Laufen kriegen auf der Fläche noch. Also die Getreidefarm einmal schnell kopiert, direkt hier so nebengesetzt. Na, das war nix, gleich nochmal. Also hier nebengesetzt. Hello, I'm the farmer. Okay, und dann braucht es hier nur noch Felder. Und die ziehen wir jetzt einfach mal hier so wirklich rein. Dass wir das hier schön zubekommen, alles mit Feldern. Ah, das wird knapp, hier wirklich die Felder alle voll zu kriegen. Ja, das wird nicht ganz reichen, denke ich, oder? Doch, doch, es reicht. Oh, sehr gut. Umso besser. Wie machen wir es denn jetzt? Lassen wir hier oben so ein bisschen frei. Ja, ne? So, sieht doch schick aus. Guck mal, jetzt haben wir noch eine. Jetzt sollte die Versorgung aber wirklich sichergestellt sein. Und auch dieses Lagerhaus kämpft schon so ein bisschen. Das kostet aber immer so viel Geld, diese Lagerhäuser auszubauen. Und ein neues Lagerhaus kostet uns 500. Das wäre eine Alternative, dass wir einfach noch eins irgendwo hier gleich mal hinsetzen. Zum Beispiel hier, dass die schon mal nicht alle nach da fahren. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Das machen wir mal. Hier einfach noch so oder so. Warte mal, eins rüber. So, zack. Da haben wir noch so ein Lagerhaus hingesetzt. Auch ganz gerne so um das Lagerhaus Straßen drumherum, dass die später dann von allen Industrien, von allen Richtungen auch erreichbar sind. Das bietet sich immer ganz schön an, finde ich. Was waren unsere Kanonen? Wir müssten doch eigentlich schon wieder ein Kanonenboot bauen können, um diesen Kampagnenmodus hier fortschreiten zu können. Okay, jetzt. Wir brauchen 10 Stahl. Die laden wir mal ein. Und jede Menge Holz. Wir haben sehr viel Holz, wie man inzwischen sehen kann hier. Und wir nehmen auch nochmal hier Ziegel mit. Und dann fahren wir mal runter und nehmen unsere nächste Insel ein. Ich würde vorschlagen, das wird dann hier definitiv die Insel. Wir hatten ja noch Namen in der Verlosung, die übrig waren, die ihr vorgeschlagen habt. Das hier wird jetzt Kampagnsel.
Ja, das wird die Inselkampaninsel, die nennen wir dann gleich um. Und die dritte Insel, die wir einnehmen, die nennen wir dann entsprechend Heinztown, um alle guten Vorschläge, die gekommen sind, hier auch einzubinden in unseren Spielstand. Vielen Dank dafür nochmal. So, ich habe gerade groß erzählt, dass ich da immer Wege drumherum baue und prompt beim ersten Lagerhaus, was man danach sieht, hat das verkackt. Perfekt. Jetzt sieht's zwar auch nicht schön aus, aber ist egal. Wir sind ja hier nicht zum Schönen bauen. Sondern wir wollen ja hier das Spielerlebnis haben und wollen den Spielfortschritt vorantreiben. Also, Schiff ist unterwegs. Es gab schon lange keine Einwohneraufgabe mehr hier. Hier wird das nächste Kanonenboot gebaut. Wie lange braucht das noch? 1:47:44. So. Okay, Spiel gespeichert. Danke dir. Jetzt können wir übrigens auch... Ah, noch nicht. Gleich. Gleich können wir dann endlich diese Köhlereien hier ersetzen durch eine Steinkohlemine. Das ist wesentlich effizienter, finde ich, als diese Köhler. Ganz davon abgesehen, dass diese Köhlereien... Ne? Ich meine, wenn ihr euch das mal anguckt, hier den Radius von so einer Köhlerei... Unfassbar riesig. Ja, nimmt unfassbar viel Platz weg. Genauso wie Jagdhütten, die nehmen auch so viel Platz weg dann später. Wenn ihr da einen Tipp haben wollt, wie ihr Platz sparen könnt, wenn ihr Jagdhütten, Köhlerei oder auch Holzfäller bauen wollt, dann habe ich da einen guten Tipp für euch in einem meiner YouTube-Tutorials. Das ist erst vor einigen Tagen rausgekommen zur Walddichte. Ich verlinke euch das mal oben und schreibe es auch unten in die Videobeschreibung nochmal den Link rein, sodass ihr, wenn ihr hier das Video zu Ende geguckt habt, euch das gern auch mal anschauen könnt. So, unser Schiff ist angekommen hier unten. Und jetzt wird uns schon vorgeschlagen, hier den Kontor hinzubauen. Wir bauen den jetzt tatsächlich mal da so mitten rein. Aber auch der kostet ja 2500 Münzen. Also müssen wir ganz kurz warten. Die haben wir nämlich direkt. Ich habe schon einen Schreck bekommen. Ich dachte, ich hätte einen Rohstoff vergessen. Aber es liegt einfach wieder nur am Geld. Und jetzt haben wir sie. Und dann bauen wir hier doch mal ganz schnell unseren Kontor hin. Ich kann das Schiff wieder hochfahren so lange. Und kann ein bisschen Rohstoffnachschub holen. Okay, wunderbar. Und was wollten wir hier unten machen? Wir wollten Fleischkonserven gleich bauen, beziehungsweise produzieren, also eine Paprika-Farm. Dazu benötigen wir jetzt hier aber auch erstmal wieder, weil wir noch keinen Pendlerkai bauen können, den können wir später erst bauen, brauchen wir jetzt hier auch wieder ein kleines Dorf, was uns eben Arbeitskraft liefert. Bau eines Schiffs beendet, das nächste Kanonenschiff ist fertig. Fahren wir auch hier rüber, das erste können wir schon mal verkaufen, gibt wieder ein bisschen Geld. Guck mal, 6.250, das gibt sogar deutlich mehr Geld als der kleine Schoner. Da haben wir schon eins von zwei verkauft, das zweite kommt gleich an und dann haben wir jetzt auch schon mal... Na, ihr seht, wie schnell man sich damit einfach Liquidität kauft, sozusagen. So, kleines Dörfchen hier aufbauen, haben wir gesagt. Da mal schnell einen Marktplatz hingesetzt. Das hätte ich gern andersrum. So? Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Da wieder draußen rum die Straße, um hier wieder das gleiche Prinzip zu haben. Okay, und dann bauen wir hier mal ein paar Häuschen hin. Da vier. Da vier. Machen wir hier hinter nochmal vier. Und dann brauchen wir jetzt gleich erstmal wieder ein Schiff, was uns hier ein bisschen Holz bringt. Wir könnten hier auch einen Holzfäller aufbauen. Ich weiß nur noch nicht, ob das jetzt wirklich nötig ist. Um hier die Holzproduktion autark zu sicherzustellen. Doch, wir machen das mal. Also, komm, hier schnell einen Holzfäller irgendwo hingebaut. Den, wenn ihr den zum Beispiel... Lass mal schnell gucken, ob wir hier irgendwo freie Fläche haben. Tatsächlich hier. Guck mal, wenn ihr hier einen Holzfäller hinbaut, steht da eine Zahl 100%. Das ist die Produktivität, die dieser Holzfäller dann erreichen wird maximal. Und dahinter steht 5 Minuten, eine Zeitangabe. Wenn ihr den hier hinbaut, wo keine Bäume sind, dann braucht der 5 Minuten, bis der mal so weit ist, dass er überhaupt erst anfängt zu arbeiten, weil der erstmal sein Gebiet aufforsten muss. Deswegen, Empfehlung. Wir sehen das hier, guckt mal. Wenn ihr den jetzt hier Richtung Wald schiebt, wird die Zeit immer weniger. Seht ihr das? Und jetzt ist sie bei 0. Das heißt, wir bauen den definitiv immer am Anfang, so einen Holzfäller, irgendwo hin, wo die Zeit bei 0 ist, da wo schon viele Bäume sind. Zum Beispiel hier. Ja? Dann geht das Ganze nämlich viel schneller und ihr müsst euch nicht erst 5 Minuten noch gedulden, bis der überhaupt erstmal seine Produktion aufnimmt. In Heinzhausen ist eine Eisenmine explodiert. Das ist aber nicht gut. Die bauen wir schnell mal wieder auf, damit das da nicht zu einem Eisenengpass kommt. So, Holzfäller haben wir. Wir brauchen natürlich auch noch ein Sägewerk. Plopp. Dahin? Weiß noch nicht so genau. Oder dahin? Ja, wir machen es mal hier hin. Okay. So, dann haben wir jetzt hier schon mal 21 Arbeitskraft uns gesichert. Und das bedeutet wiederum nichts anderes,
als dass wir mal Kurs auf die erste Paprika-Farm nehmen können. Wo kommen die jetzt hin? Ich bin mir noch nicht so schlüssig. Hier oben wäre doch, oh, guck mal, hier oben wäre schick. Wir bauen mal hier so die erste Paprika-Farm hin. Zack! Die braucht 108 Felder. Ist ja wieder eine Farm. Heißt im Endeffekt, auch die können wir in Zukunft mit dem reiche Ernte-DLC, und das werden wir auf der Insel dann hier wohl voraussichtlich auch machen, wieder mit boosten. Unfassbar. So. Einmal Paprika-Farm. Einmal Paprika-Farm bitte anschließen hier an das bestehende Wegesystem. Aber nicht da bei dem Holzfäller durch. Das finde ich nicht so schön. Machen wir lieber mal hier hin. Zack. So, wir machen hier so eine Küstenstraße auf. Die geht jetzt natürlich auch direkt wieder bei dem Holzfäller da durch, aber nicht ganz so schlimm. So. Die brauchen noch ein eigenes Lagerhaus. Da fehlt es im Moment an Brettern, aber die kommen ja jeden Moment da so hin. Zack. Okay, und dann fangen wir hier schon mit der Paprika-Produktion an. Da gab es gerade eine Nachricht. Spiel gespeichert, ja gut. Akzeptiert. Land der Löwen, das, ja, weiß ich nicht, ob wir das heute schon machen, ob wir das heute schon schaffen. Jetzt warten wir hier erstmal, bis dieser eine Holzfäller ein bisschen Holz produziert hat. Schnell mal wieder einen Blick nach Heinshausen. Das Schiff ist da. Holz produziert hat, habe ich gesagt. Dann können wir das Schiff ja einmal mit Holz vollladen. Dann brauchen wir da unten gar nicht so lange warten. So, es fehlt hier als letztes Schiff nur noch an der Fregatte. Da steht noch ein Kanonenboot, glaube ich. Jawohl. Das verkaufen wir wieder dem Sir Archibald Blake. Nochmal 6250. Zack, sind wir schon fast reich. Jetzt fehlt nur noch die Fregatte. Dann ist der Kollege glücklich. Dazu fehlen uns allerdings noch 7 Kanonen. Das wird noch eine Zeit brauchen. 7 Kanonen. Das wird 10,5 Minuten bestimmt dauern. Da ja einfach die Kanonenproduktion hier sehr langsam ist. 1,5 Minuten braucht der pro Kanone. Wenn man nichts zu tun hat, hilft immer ein Blick in die Statistik, um einfach sich nochmal einen Überblick zu verschaffen. Ist noch alles in Ordnung? Ich sehe hier in dieser Spalte Nachfrageversorgung keine Minuszahl, außer Bier. Wir wollten auch Bier noch produzieren. Ist ja überhaupt wahr. Dazu brauchen wir hier unten dann gleich perspektivisch nicht nur die Paprika-Farm, sondern, weil wir ja jetzt hier geschickterweise eine Insel auch mit Hopfenfruchtbarkeit ausgesucht haben, brauchen wir hier auch noch eine Hopfenfarm. So? Ne, ich mag die eigentlich lieber... Oh, nee, das war... Jetzt bin ich aus Versehen auf die Leertaste gekommen. Wenn ihr Leertaste drückt, wollte ich euch mal zeigen. Nein, Quatsch. Dann kommt ihr hier so in die Übersicht der ganzen Welt. Ne? Könnt ihr hier die komplette Weltkarte sehen. Und wenn ihr dann wieder auf die alte Welt hier draufklickt, kommt ihr einfach wieder zurück. So, jetzt neuer Anlauf. Bier. Da. Hopfenfarm. Kommt hier so hin. Aber einen lassen wir da Platz. Oder auch zwei. Dann hier um das Lagerhaus, habe ich gesagt, baue ich immer einen Weg drumherum. Finde ich ganz nett. Wir haben immer noch zu wenig Holz. Kommt aber jetzt hier jeden Moment an. Und die braucht auch Felder, die Hopfenfarm. Gar keine Frage. Oder machen wir das jetzt einfach so. Dann sieht das so fast gewollt aus. So, zack. Und dann ist das Holz da. Einmal ausladen bitte. Achso, ja klar, wir haben hier nur eine Lagerkapazität von 75. Wenn wir jetzt aber hier ein bisschen bauen, dann ist das relativ schnell erschöpft. Ich glaube, mir ist tatsächlich jetzt sogar noch wichtiger als die Paprika erstmal hier das Bier. Deswegen direkt noch eine zweite Hopfenfarm. Und eben noch keine zweite Paprika-Farm. Achso, wir brauchen ja noch mehr. Eieieiei. Die brauchen ganz schön viele Felder. 93, das heißt, es fehlen noch 2 Stück. So, Straße angeschlossen. So, jetzt wird hier schon mal in Ruhe produziert. Komm, wenn wir schon einmal dran sind, dann bauen wir auch nochmal hier so eine Paprika-Farm. Und dann sollte das fürs erste Mal reichen. Das ist dann alles noch nicht im optimalen Produktionsverhältnis. So, das ist da dann sicherlich eine Überproduktion. Oder Produktionsleerläufe ab und zu gibt. Aber Hauptsache, wir kriegen erstmal Güter dann hier rangeschafft. Okay.
Jetzt haben wir wieder ein bisschen mehr Platz, um hier Holz auszuladen. Bauen wir mal noch ein paar Häuschen. Wir sehen hier oben, Bauernarbeitskraft fehlt. Da so. So. Da so. Dann können wir hier drüben mal noch einen Block hinsetzen. So, sollte dann fürs Erste reichen. Ist ja eben nur, um hier genug Arbeitskräfte für die entsprechenden Farmen zu haben. Es fehlt noch ein bisschen. Die Felder bestellen sich nicht von alleine. Habe ich ja mitbekommen. Na komm, wir bauen noch ein paar mehr. Gibt ja auch ein bisschen Geld, so ist ja nicht. Bauen wir hier mal 6er-Blöcke jetzt. So, guck mal, verbrennen wir hier ein bisschen Holz. Dann können wir auch das Schiff gleich entladen. Okay. Nee, da ist das Schiff. Gute Idee auch, damit eben hier, wenn wir jetzt den Hopfen und die Paprika produzieren, dass nicht zu Produktionsengpässen kommt in puncto... Das ist kein Produktionsengpass, also dass der die Produktion einstellt, weil er keinen Lagerplatz mehr hat, weil er den Driss einfach nicht los wird. Deswegen bauen wir lieber gleich mal hier den Hafen, den Kontor aus, dass sich die Lagerkapazität wieder ein bisschen erhöht. Da haben wir jetzt hier plus 150 hat das jetzt gebracht an Lagerkapazität. Das lohnt sich. So. Dann können wir nämlich jetzt hier wirklich schlussendlich mal komplett leer machen. Jetzt haben wir schon 2 Hopfen hier, das lohnt sich aber noch nicht so wirklich, also fahren wir jetzt erstmal mit dem Schiff wieder hier hoch. Und da wir noch keine Fregatte bauen können, bauen wir mal schnell einen Schoner. Der ist jetzt nicht zum Verkaufen gedacht, sondern der ist für unsere erste Handelsroute, mit der wir ja dann den Hopfen und auch die Paprika hier auf die Hauptinsel bekommen wollen. Wenn wir das dann geschafft haben und wir hier oben Hopfen haben, brauchen wir noch ein bisschen was, um Bier produzieren zu können. Nämlich, wir wollen aus Getreide, was wir im Moment auch nicht übrig haben, wir brauchen also noch eine Getreidefarm wieder, wollen wir ein Malz herstellen und daraus dann in Kombination mit dem Hopfen eben Bier. Jetzt lass mich gucken, wo wir vielleicht am dümmsten hier noch wieder Getreidefarmen hinbauen. Ich würde sagen, hier oben ist ganz gut. Also hier kommen mal noch Getreidefarmen hin. So, eine. Hello, I'm the farmer. Machen wir erstmal die Felder wieder dran. Hier kann man schön auffüllen. Zack. Und dann kommt da noch eine daneben. Hello, I'm the farmer. Okay, und dann einmal hier schnell die Felder ausgebaut. Ziehen wir mal gerade das Feld der anderen da noch ran. So, fertig. Ja, du kriegst ja noch ein paar Felder. Beruhig dich. So. Nee, viel mehr. So sieht's doch ganz gut aus. Ja. Machen wir die 2 noch hier dran, komm, haben wir nichts zu verschenken. Okay, 2-mal das, dann brauchen wir jetzt dementsprechend, lass mich gucken, alle Minute eine Getreidefarm, 30 Sekunden die Melzerei, deswegen 2 und eine Melzerei, die kommt dann gleich hier neben, sobald wir wieder genug Geld haben. Und dann brauchen wir im Prinzip 2 Brauer. Ja, ich glaube, ich mag den andersrum haben. Gib Türchen nach vorne. So, sieht er doch schöner aus. Und noch ein. Zeitung! Wir gucken mal rein, Herr Redakteur. Eieieiei. Das gefällt mir ja gut. Erste Handwerkertreffen ein, aber Beziehungen verkümmert. Die Beziehung zu Anne Harlow. Sei doch froh, dass wir uns mit so einem Pakt nicht abgeben. Wilder Schwan wurde an Archibald Blake verkauft, das Schiff. Okay, wir lektorieren wieder das Konsumverhalten und wir können hier sogar noch mehr gute Laune machen. Denn diese Einflusspunkte, die wir dafür investieren, die sind ja nicht weg. Die kriegen wir ja wieder. Insofern, gute Laune tut gut. Okay, es fehlt wieder ein bisschen an Geld. Vielleicht verkaufen wir den ersten Schoner doch nochmal. Einfach, um wieder an Geld zu kommen. Denn wir können ja Stand jetzt auch noch mit unserer Fregatte das hin und her transportieren. Ich verkaufe den Schoner wieder. Und dann fahre ich halt doch mit der Fregatte nochmal da runter. Das ist jetzt zwar ein bisschen doof.
Aber wir nehmen mal gerade ein paar Steine mit, einfach nur damit hier wieder Platz im Lager ist und dass wir da unten dann auch welche haben. Und Holz können wir ruhig auch nochmal mitnehmen. Und dann fahren wir nochmal hier auf unsere Insel. Die müssen wir ja übrigens noch umbenennen. Kampagnesel. War das so richtig geschrieben? Ich hoffe, sonst müssen wir es nochmal umbenennen. So, die nächste Insel, die wir dann benötigen, die ja Heinztown heißen wird. Da müssen wir uns dann mal umschauen, welche Bedürfnisse oder welche Fruchtbarkeiten vielmehr wir da noch benötigen. Momentan sind wir ganz gut aufgestellt, aber man sollte sich sowas ja immer frühzeitig sichern. Also so spontan fällt mir auf, dass ich noch keinen Salpeter auf irgendeiner der Inseln habe, um hier so richtig Bombenstimmung später zu machen. Mal gucken. Wie sieht's aus? Wolle, das sieht ganz gut aus. Das heißt also, wir haben jetzt nicht zwingend die Notwendigkeit, hier die Silos auszubauen. Ja, aber da sind wir doch schon mal wieder ein ganzes Stück weiter. Also, wir beherbergen unsere ersten Arbeiter. Nein, ich meine Handwerker. Und wir haben hier oben angefangen, unsere Produktion, schwupps, können wir schon mal ausbauen, für Bier anzukurbeln, sodass wir eben dementsprechend mehr Geld verdienen. Hier, das verkaufen wir schnell. Jawohl, bitteschön. 2500, dankeschön. Und schon können wir hier ordentlich Bierproduktion aufbauen. Das wird uns, wie gesagt, mehr Geld in die Kassen spülen, die Bierproduktion. Wir haben unsere Seifenproduktion aufgebaut und hier auf breitere Füße gestellt. Ne, die hatten wir letztes Mal schon aufgebaut. Ist Blödsinn, was ich hier erzähle. Aber wir haben hier unten angefangen, Hopfen und Paprika zu produzieren. Die werden wir jetzt eine Zeit lang noch manuell hoch und runter fahren. Lad hier einmal geradeaus und nochmal voll. Okay, das kriegen wir nicht mit. Schafft so viel Holz. 7 Paprika, 9 Hopfen. Ihr kommt mal mit hier hoch. Und dann geben wir definitiv hier jetzt in Auftrag nochmal so einen Schoner, den wir dann wirklich für die Handelsroute nutzen. Ja, und dann würde ich sagen, geht's beim nächsten Mal weiter. Und ich bin gespannt, wie es dann aussieht, wenn wir dann hier unsere Aufgabe erfüllt haben, also diese Fregatte dann noch gebaut haben. Was uns also als nächstes hier in der Story unserer Kampagne erwartet. Bis dahin, macht's gut, euch noch einen schönen Tag. Ciao, euer Heinz.